Hallo, ich hoffe, dir geht's gut und alles ist okay und dein Tag ist super toll. Ich will mit dir heute mal über Gedanken reden. Und zwar deine eigenen Gedanken, die können dich echt manchmal richtig kaputt machen. Und zwar solltest du auf jeden Fall deine eigenen Gedanken auch immer mal wieder hinterfragen, weil auch deine eigenen Gedanken müssen nicht stimmen. Weißt du, die Gedanken, die kommen ja zu 90% sind es Gedanken, die du hast, die vom Vortag kommen. Es sind alte Gedanken. Das ist schon mal das eine. Das ist also wichtig, dass du dahinter fragst, damit du etwas ändern kannst. Weil du weißt, ja, die Gedanken sind ganz wichtig, wenn dein Leben irgendwie anders aussehen soll. Wenn du immer das Gleiche tust und denkst und immer die gleichen Ansichten hast, kann sich dein Leben nicht verändern. Es ist nicht möglich. Das ist das eine. Und das andere ist wirklich zu hinterfragen, weil es einfach nicht immer wahr ist, was du denkst. Es stimmt einfach nicht immer, was du so denkst. Und auch da, wie wenn du mit einer anderen Person sprechen würdest, ein Gespräch hast, wo du ja vielleicht auch hinterfragst, vielleicht sogar kritisch hinterfragst und sagst, okay, ist das wirklich so? Ist das wahr? Wie kann das sein? Warum ist es so? Stell Fragen und die darfst du dir auch selber stellen und deinen Gedanken. Das ist auch wichtig, weil du ansonsten vielleicht in einer Spirale, ich nenne es jetzt mal Abwärtsspirale, landest mit Gedanken, die überhaupt nicht korrekt sind. Und das will ich dir heute mitgeben, dass du da auf jeden Fall drauf achtest, und einfach wirklich dich selber hinterfragst. Ich hatte jetzt erst letztens ein Gespräch, weil im Moment ist es ja ganz viel Veränderung so im Feld. Vielleicht hast du es auch bei dir und bei anderen schon mitbekommen. Tut sich so viel. Und ja, mit einer Person speziell, die einfach ganz, ganz viele Ängste hat, Existenzängste und so weiter. Und keine Frage, das hat alles Gründe, das kommt ja irgendwo her und so weiter. Da wollen wir heute gar nicht drauf eingehen. Aber auch da mal zu hinterfragen, den Part habe ich dann ganz oft, weil wir uns gut kennen, übernommen, wenn dann eben solche Sprüche kamen. Ja, und dann lande ich unter der Brücke und es ist alles ganz dramatisch und die Welt geht unter sozusagen. Dann auch mal zu fragen, ja, okay, unter welcher Brücke wirst du denn landen? Hast du dir schon eine rausgesucht? Wo kann ich denn dich dann besuchen kommen? Hast du schon alles organisiert dafür? Brauchst du noch irgendwas für diesen Umzug sozusagen unter die Brücke? Irgendwelche Utensilien, kann ich irgendwas helfen? Kann ich irgendwas besorgen? Kann ich dann was mitbringen? Ab wann ist es denn soweit? Und so weiter. Also wirklich, du merkst, bescheuerte Fragen eigentlich gestellt, aber um einfach das Ganze mal in den Kontext zu setzen und um zu zeigen, okay, vielleicht ist es ja doch nicht so, vielleicht kommt es ja doch nicht so. Also warum sich mit solchen Fragen selber geißeln, weil du machst dich am Ende mit ganz vielen Gedanken, die du einen Tag über so hast, selber fertig. Und das heißt nicht, dass du es verdrängen sollst, gar nicht. Du sollst deine Ängste, deine Emotionen wahrnehmen und auch annehmen und sagen, okay, ich habe gerade Angst, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wie die Zukunft aussieht. Ich habe keinen Plan. Egal was es ist, nimm das an und sag, das ist in Ordnung. Es ist okay, keinen Plan zu haben, Angst zu haben und so weiter. Aber du musst es nicht ins Extrem betreiben und deine Gedanken einfach freien Lauf lassen sozusagen und dich völlig fertig machen damit. Also hinterfrag die. Hinterfrag, ist es wirklich so? Ist es korrekt? Okay. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Lass es dir gut gehen und bis dann.